Moin und damit willkommen zu einer kleinen Zwischenfolge Redstone-Schule. Warum eine Zwischenfolge und kein übliches Intro? Wir zeigen euch heute noch ein paar Signalverkürzer. Die hatten wir eigentlich schon abgehandelt. Allerdings haben wir damals nur Signalverkürzer verwendet oder fast nur verwendet, die Geräusche machen. Und deswegen haben wir gesagt, wir zeigen euch heute nochmal ganz schnell ein paar Redstone-Verkürzer, die keine Geräusche machen. Dazu haben wir hier ein bisschen was aufgebaut. Und zwar haben wir hier die Nummer 1. Schönes, kompaktes Modell. Genau. Also wir hatten zwar auch das mit dem Comparator, um ein Signal zu verkürzen. Allerdings, das, was wir euch heute zeigen, hat ein bisschen einen Vorteil, wenn wir ein Signal haben wollen, wenn wir etwas an- und wieder ausschalten. So, hier haben wir jetzt einmal einen, den kennen wir schon noch. Wenn wir hier das Signal einschalten, kommt ein kurzes Signal dabei raus. Das funktioniert im Grunde ganz einfach. Hier die rechte Redstone-Fackel geht als erstes aus und dadurch geht obendrauf das Signal ganz schnell an. Und danach erst, während die Redstone-Fackel ausgeht, geht der Repeater an, dann geht erst die Fackel aus und dann geht oben die Fackel wieder an. Deswegen ist das Signal kurz aus und wir kriegen ein kurzes Signal raus. Genau. So simpel, so einfach, so kompakt. Und hier, ja, da haben wir einen Aufbau, der sieht dem ganz ähnlich. Ja, der entscheidende. Bisschen anders. Genau. Der entscheidende Unterschied hier ist, dass der Repeater jetzt auf der Seite sitzt, wo keine zwei Fackeln übereinander stehen. Ja, das also heißt. Ich zeig's nochmal schnell. Hier vorne war der Repeater auf der Seite mit den zwei Fackeln. Und hier ist er auf genau der anderen Seite. Keine Fackeln übereinander. Genau, das heißt jetzt hier, den Repeater, der ist auch ein bisschen verzögert eingestellt, eben mindestens auf 3 Ticks, der kann auch auf 4 Ticks stehen, dass eben die linke Seite länger braucht, um auszugehen, als die rechte, bis es oben an ist. Und zwar ist hier jetzt der Effekt, dass jetzt kein Signal rauskommt, wenn wir den Hebel anmachen, sondern es kommt ein Signal raus, wenn der Hebel ausgeht. Hängt einfach davon ab, was ihr braucht oder was ihr wollt, ob ihr ein Signal beim Einschalten des Hebels verwenden wollt oder ein Signal beim Ausschalten des Hebels. Genau. Kann ja je nachdem, was ihr ansteuern wollt, durchaus einen Unterschied machen. Ja. Der Vorteil jetzt bei diesen beiden hier im Gegensatz zum Komparator, den wir dann schnell blockieren, ist, dass man die recht einfach kombinieren kann. Und das haben wir hier daneben. Hier haben wir jetzt einmal auf der linken Seite das System mit ein Signal kommt, wenn der Hebel angeht. Zack. Und auf der rechten Seite haben wir das System, ein Signal kommt, wenn der Hebel ausgeht. Hier müssen wir jetzt wieder schauen, dass die rechte Seite, da wo die zwei Fackeln nicht übereinander sind, erst später kommt. Deswegen ist hier ein Repeater, der auf 4 steht. Und hier links einfach dasselbe System wie vorhin auch schon. Ne? Ein Repeater, der auf einem Tick steht. Genau. Somit haben wir hier. Genau, das heißt, ihr habt immer zwei Signale letztlich bei dem Ding. Beim Einschalten und beim Ausschalten ein Signal. Genau. Wenn wir jetzt hier zwischen die zwei Fackeln nochmal ein Redstone beispielsweise setzen. Das ist jetzt direkt über dem Hebel, das ist ungünstig. Setz es an die Kante. So. Na, ich setze hier einfach mal direkt die Lampe hin und ein Redstone-Signal drauf. Dann haben wir hier jetzt einmal ein Signal in der Mitte, wann immer wir den Hebel umlegen. So, und wofür brauchen wir das? Haben wir ja bei der Kakaobohnenfarm schon als Beispiel gezeigt. Oder auch schon letztes Mal, wenn wir das Ganze hier eben aufbauen, gibt es ein Signal, wenn der Hebel angeht, wenn der Hebel ausgeht. Hier ist im Endeffekt dieselbe Schaltung, nur dass ich die Blöcke nicht übereinander platziert habe, sondern schräg nebeneinander und die Fackeln auch nicht auf die Blöcke, sondern an die Seite der Blöcke. Aber ansonsten ist das Prinzip exakt dasselbe wie auch schon hier davor. Ja, etwas kompakter halt, ne? Je nachdem, wie viel Platz man hat. Die Lampen sind hier natürlich nur Anschauungsmaterial, da, damit man einfach besser sieht, dass da ein Signal ist, was ihr daran anklemmt. Ob das jetzt diese Lampen sind oder ob das jetzt wie hier zum Beispiel der Dropper, nicht Dropper, der Dispenser ist, der dann das Wasser rauslässt. Das spielt keine Rolle. Ja, diese Schaltungen machen einfach nur ein kurzes Signal. Entweder ein kurzes Eingangs- oder ein kurzes Ausgangs-, nein, Ausgangs- und Eingangssignal sind anders belegte Begriffe, die darf ich noch nicht verwenden. Aber ob es beim Einschalten ein Signal abgibt oder beim Ausschalten ein Signal abgibt, letztlich ist es einfach die Frage, was ihr ansteuern wollt.
Ja, genau. Und damit wären wir mit der kleinen Zwischenfolge schon fertig. Und wenn euch das gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben und ein Abo dalassen, wenn noch nicht geschehen. Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Montagsabends 21.15 Uhr der Livestream, auch in der Regel mit dem lieben Busch. Und am Donnerstag jeweils um 17.30 Uhr eine neue Folge Redstone Schule. Nicht so eine Zwischenfolge, sondern eine richtige, vollständige Folge. Und ab und zu gibt es auch nochmal das ein oder andere Zwischenvideo. Bis dann, euer Busch83 und der liebe Push.